So, herzlich willkommen. Heute werden wir in diesen 2009er Mitsubishi Pajero V80 diesen Bravo-Schnorchel einbauen. Wir sehen also hier den Kartoninhalt. Ich habe das schon mal ein bisschen zusammengebaut. Ein paar Rohre hat man. Dann den Schnorchel selber. Hier habe ich schon den Kopf montiert und auf dieser Seite habe ich schon die Dichtung aufgeklebt, die zwischen Karosserie und Schnorchel kommt. Dann haben wir hier die Verrohrung für den Innenkotflügel und den Luftfilterkasten. Wir haben hier einen Sack der Tüte mit vielen Einzelteilen, da kommen wir später noch zu. Wir haben einen neuen Wischwasserbehälter, deutlich kleiner als der Original, also man wird regelmäßig nachschütten müssen. Und für alle Fahrzeuge mit Scheinwerferreinigungsanlage werden wir hier noch ein zweites Loch für die zweite Pumpe installieren müssen. Auch da kommen wir später drauf. Und eins der wichtigsten Teile: Wir haben hier eine Bohr- und Sägeschablone, um die Ausschnitte in den Kotflügel zu machen. Hier haben wir den Inhalt der Schrauben- und Kleinteilebeutel. Wir haben also diverse Schlauchschellen, um das Ganze nachher zusammenzustecken. Wir haben diverse gelb verzinkte Teile. Das wird der Halter für den neuen Wischwasserbehälter sein. Wir haben hier eine Bohrschablone, die brauchen wir später, um im inneren Motorraum eine Öffnung zu vergrößern. Kabelbinder, hier sind noch Halter. Unter anderem wird, glaube ich, der Luftfilterkasten nach hinten gesetzt, aber da dem ganzen Set keine Anleitung beiliegt, sondern lediglich ein TÜV bzw. Festigkeitsgutachten, werden wir uns da so ein bisschen ranarbeiten müssen und Stück für Stück ausprobieren und rausfinden, wo was hinkommt. Wir dokumentieren das aber hier alles, sodass es dann für euch zumindest leichter wird. Das erste, was ich jetzt mache, ist, dass ich noch diesen Halter, mit dem der Schnorchel an der A-Säule auf der Beifahrerseite noch im Rahmen befestigt wird, den schraube ich jetzt hier oben an. So, als nächstes nehmen wir diese Stehbolzen hier und schrauben die hier in die Gewinde ein. Dann habe ich hier als nächstes mit Klebeband die Bohr- und Sägeschablone auf den Kotflügel geklebt. Wichtig ist hier, dass diese Linie und diese Linie bündig mit der Kotflügelkante sind. Jetzt werden wir das nochmal kurz kontrollieren und dann anzeichnen und ausschneiden. So, nochmal kurz zur Kontrolle. Ich habe also hier die Stehbolzen drin. Ich habe hier oben den Halter für die A-Säule, der kommt nachher hier oben dran. Und jetzt kann ich das Ganze nochmal hier anhalten und kontrollieren, ob das passt. Es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie man dieses große Loch ausschneiden kann. Es gibt bei einem anderen Schnorchelhersteller die Empfehlung, das mit zwei großen Lochsägen zu machen, also eins Loch, noch ein Loch und dann den Mittelstand abzusägen. Da ich das Ganze schon mal bei einer Mercedes G-Klasse bzw. meinem Puch W461 gemacht habe, da habe ich auch den Bravo-Schnorchel montiert. Damals habe ich es mit einem Dremel ausgeschnitten, das war sehr mühselig bei dem dicken Blech. Ich werde jetzt die Bohr- und Sägezeichnung mit einem weißen Edding auf den Kotflügel übertragen und dann werde ich das große Loch mit einer Stichsäge ausschneiden. Das zeige ich euch gleich. Jetzt haben wir das hier mit dem weißen Edding von der Schablone auf den Kotflügel übertragen. Und da ich ja schon gesagt habe, dass ich die ganze Sägearbeit mit einer Stichsäge machen will, habe ich mir jetzt hier so eine Klarsicht DC-Fix Folie besorgt. Und die werde ich jetzt so als allgemeinen Kratzerschutz noch darüber kleben. Jetzt geht es an den Ausbau des Innenkotflügels. Also man sieht hier oben, ich habe da, wie eben angekündigt, habe ich da
so eine Klarsicht-DC-Fix-Folie drauf gemacht gegen Kratzer. Ich habe jetzt hier schon den Innenkotflügel gelöst. Der ist mit mehreren Spreizdübeln fest, die natürlich teilweise brechen. Den müsst ihr euch schon Ersatz besorgen. Hier hinten sind die Spritzschutzstücke für vorne und hinten am Rad. Man sieht das jetzt hier auf der linken Seite schon abmontiert. Bleibt natürlich auch ab für mehr Bodenfreiheit im Gelände. Ja, jetzt nehme ich das Rad ab und dann gucken wir da mal in den Radkasten rein. So schaut es also in diesem Radkasten aus, wenn man den Innenkotflügel ausgebaut hat. Hier sieht man, dass es eh gut war, den mal wegzumachen, denn es ist alles voller Schmocke und Laub hier. Hier oben haben wir den Wassertank für die Scheibenreinigungsanlage. Der muss komplett weg. Genau. Da sieht man, was ich selbst mit sehr grober Reinigung aus einer Seite rausgeholt habe. Also es ist mehr als eine anständige Faust voll Dreck, der natürlich Rost anzieht. Um den Wischwasserbehälter auszubauen, müsst ihr hier, sehr schwer zu filmen, da hinten hinter dem Einfüllstutzen seht ihr eine Schraube, da unten. Dann müsst ihr hier den Kabelbaum ausklipsen. Den Kabelbaum ausklipsen, dann habt ihr hier schon mal los. Dann müsst ihr hier zwei Schrauben lösen. Diesen Kabelbaum ausklipsen. Bei diesen Klipsen hier ist oben und unten eine Nase. Ihr könnt die also mit einer Spitzzange so zusammendrücken und dann rausrutschen. Ich habe hier den Schlauch von der Spritzpumpe abgezogen, um den Tank leerlaufen zu lassen. Und jetzt sollte der eigentlich lose sein. Und wir versuchen, den mal da rauszubekommen. So, da ist der Wischwasserbehälter draußen. Wir haben hier hinten die eine Pumpe und vorne die zweite Pumpe für die Scheinwerferreinigungsanlage. Wichtige Information. Ihr bekommt das Gerät nur raus, wenn ihr diese Verbindung hier vom Schnorchel löst. Und hier seht ihr nochmal, da war der Schnorchel fest. Hier war ein Kabel eingeklipst. Und das steckte hier so drin. Das muss man lösen. Wie gesagt, dann kann man den Wischwasserbehälter nach innen rausnehmen. Und dieses Loch, was ihr hier seht, ich leuchte da mal drauf. Da. Dafür ist die Bohrschablone, die wir am Anfang in dem Zubehörpäckchen gesehen haben. Das müssen wir nicht vergrößern. Da kommt nachher der Zuluftschlauch für den Schnorchel bzw. den Luftfilterkasten dann durch. So, hier nochmal ein bisschen ausgeleuchtet. Haben wir jetzt also massiv Platz, den Kabelbaum. Da oben wird nachher die Zuluft von dem Schnorchel durchlaufen und da haben wir dann wieder das Loch, wo der Schlauch nachher durchkommt. In dem Zuge habe ich natürlich alles hier einmal großzügig vor Rost geschützt. Ist noch nicht ganz fertig, da kommt mal ein paar Feinheiten zu machen. Ich benutze dafür Seilfett. Ich habe in der Vergangenheit viel mit Fluidfilm gearbeitet, habe auch bei meinem Puch habe ich die Nitrol verwendet und jetzt probiere ich mal Seilfett aus. Das finde ich ganz angenehm, weil das so ein bisschen grifffest wird, gleichzeitig auch überall schön reingeht. Genau. Wird demnächst eh noch mal alles auseinandergenommen, wenn das OME-Fahrwerk eingebaut wird. Aber jetzt erstmal so als erste Schicht drüber.
Und damit machen wir weiter mit dem Einwurf im Schnorchel. So langsam geht's ans Sägen und Bohren. Point of no return. Wir haben Löcher im Auto und beginnen mit den Sägearbeiten. Bis gleich. Im Auto. Jetzt benutzen wir noch einen solchen Stufenbohrer, um die Befestigungslöcher auf 1,5 mm aufzuweitern. Bis gleich. Ja, hier oben hier am Kotflügel sind wir fertig. Das ist noch ein bisschen geschliffen und entgratet. Jetzt fängt es leider gerade an zu regnen. Ich werde das Auto jetzt in die Garage fahren und werde da Rostschutz auf die Schnittkanten machen. Und dann sehen wir uns wieder, sobald es getrocknet ist bzw. das Wetter wieder besser ist. Also, jetzt haben wir ein bisschen Rostschutz aufgetragen. Ich habe schwarzen Zweikomponenten PU-Lack genommen. Ist in meinem Fall, reicht das locker aus, denn von innen wird, wie gesagt, nachher alles mit Seilfett noch konserviert und dann kommt da kein was. Der nächste Schritt ist, diesen Halter hier abzuschneiden. Das ist ja der ursprüngliche Halter, mit dem der Wasserbehälter festgemacht war. Der war da mit so einer Nase drin. Dann musste man den Wasserbehälter nach vorne drücken, um den da rauszubekommen. Und da ja hier in Zukunft ein Schlauch durch oder ein Rohr durchgeht, die Frischluft nach vorne zu leiten, ist der im Weg und muss abgeschnitten werden. Muss man jetzt schauen, wie man das am besten macht. Mit einer Flex ist natürlich relativ wenig Platz. Am besten wäre, wenn man eine druckluftgetriebene Stichsäge hätte, so eine Bodysaw. Aber ich muss mal schauen, wie ich das mache und werde euch gleich Bescheid sagen, wie es bei mir geklappt hat. Also ich mache das jetzt mit einer kleinen Handmetallsäge. Das hat sich einfach hier als am besten rausgestellt. Ist ein bisschen Arbeit, aber man kommt ganz gut dran. Und für alles andere ist da relativ wenig Platz. Ich habe das jetzt hier abgeschnitten. Und die verbleibende Ecke habe ich dann noch mit dem Hammer ein bisschen umgebogen. Einfach damit da mehr Platz ist und keine scharfe Kante entsteht. Ich mache jetzt noch mal eine Schicht Lack auf die Schnittkanten und dann geht es gleich weiter mit der Installation an der A-Säule. Jetzt ziehen wir den Kabelbaum von den Wischwasserpumpen in den Motorraum zurück. Die Klipse, Halteklipse hatten wir vorher schon alle gelöst. Als nächstes habe ich hier wieder die berühmte Klarsichtfolie als Kratzschutz draufgeklebt auf die A-Säule. Habe dann den Schnorchel montiert. Das ist ein bisschen frickelig alleine, deswegen gibt es da jetzt kein Bild von. Dann habe ich hier unter den Halter ein doppelseitiges Klebeband gemacht, habe den ausgerichtet, habe den dann hier mit dem Klebeband fixiert losgeschraubt, habe dann in die Bohrlöcher mit einem weißen Edding markiert, wo ich hinbohren muss. Jetzt kann ich den abnehmen und kann hier mit einem Körner die Bohrlöcher markieren und werde dann hier 8 mm Löcher reinbohren. Ich werde nur zwei Schrauben benutzen, das wird ausreichen. Mehr gleich, wenn ich fertig gebohrt habe. Noch mehr Löcher im Auto. Wir haben jetzt hier zwei 8 mm Löcher in den A-Holm oder die A-Säule gebohrt. Jetzt das übliche Spiel, bisschen Farbe zum Rostschutz drauf, dann tue ich in den Holm noch Seilfett rein, damit der auch zukünftig vor Korrosion geschützt ist, weil das Problem ist, so ein bisschen Grat und Sägespäne wird man immer drin haben, deswegen ordentlich Rostvorsorge.
Genau. Wenn das getrocknet ist, dann machen wir weiter mit der Installation. Da melde ich mich gleich. Nachdem die beiden 8 mm Löcher mit ein bisschen Farbe vorausgeschützt sind, habe ich, wie gesagt, noch Fluidfilm in den A-Holm gespritzt, großzügig. Und dann werden da die beiliegenden Plastikdübel eingesetzt. Ich habe die jetzt mit ein bisschen Karosseriedichtmasse noch betupft, damit da kein Wasser reinläuft. Habe auch auf die Bohrlöcher ein bisschen gemacht, damit die Schrauben dicht sind, und werde jetzt den Halter anschrauben. Und damit haben wir den Halter montiert. Dann wird der Schnorchel angesetzt. Oben liegt der im Moment nur lose auf dem Halter auf. Und mit diesen Unterlegscheiben und diesen Gummidichtungen, die ich gerade habe fallen lassen, und diesen selbstsichernden Schrauben hier von innen im Kotflügel verschraubt. Jetzt geht es darum, hier das ganze Geraffels wegzubauen. Wir müssen den Luftfilterkasten ausbauen, wir müssen dieses Bracket wegbauen, an dem zwei Relais befestigt sind, damit wir dieses Loch hier auf 105 mm aufbohren können. Da melde ich mich gleich wieder, sobald alles weg ist. Wie ihr seht, haben wir jetzt den Luftfilterkasten entfernt. Wir haben dieses Relais-Bracket entfernt. Hier unten den Fuß, den Halter vom Luftfilterkasten, den müssen wir nachher auch noch ausbauen, weil der um 2,5 cm nach hinten versetzt werden muss, damit mehr Platz ist. Jetzt werden wir aber erstmal diese Bohrhilfe, da habe ich jetzt die beiden Löcher markiert. Da werde ich jetzt zwei Hilfsbohrungen machen. Dann werden zwei Nieten eingesetzt, um diese Bohrhilfe zu fixieren, und dann wird mit einer Bohrkrone wird die ganze Bohrung hier auf 105 mm erweitert. Jetzt mit den beiden Hilfsbohrungen. So, hier haben wir eine 105 mm Bohrkrone. Haben hier unten die eingenietete Zentrierhilfe und schneiden jetzt mit der Bohrkrone dieses ursprüngliche Durchführungsloch auf 105 mm auf. So, das nächste große Loch im Auto. Irgendwie läuft das hier alles mittlerweile unter dem Motto Gewichtsreduzierung. Habe ich jetzt mit einer Feile und ein bisschen Schmirgelpapier entgratet. Wir sind jetzt hier im unteren Bereich, dass wir in so eine Blechdopplung gekommen sind. Ich bin mir nicht sicher, ob das so gewollt ist oder ob ich etwas falsch gebohrt habe. Auf jeden Fall werde ich hier mit Silikon bzw. mit Karosseriedichtmasse diesen Spalt noch verschließen, dass da kein Wasser reinläuft. Und dann natürlich die Schnittkante mit ein bisschen Lack gegen Rost schützen. Als nächstes habe ich den Luftfilterkastenträger entfernt. Dazu müssen diese drei Schrauben einfach rausgeschraubt werden. Und dann werden diese beiden Distanzstücke eingesetzt. Und jetzt müssen an diesem und an diesem Loch müssen Markierungen gesetzt werden. Hier müssen wir eine Bohrung setzen, weil auf der Rückseite sind so eingeschweißte Muttern. Und die brauchen ein bisschen Platz. Und dann müssen wir zwei Löcher bohren, damit das Blech gerade aufliegt. Alles entfettet. Hier ein Loch gebohrt, hier ein Loch gebohrt. Jetzt passen die Halter hier. Wegen diesen Muttern musste man die Löcher bohren. Passen jetzt perfekt hier rein. Jetzt werden wir ein bisschen Farbe da drauf machen, und dann ist das hoffentlich das letzte Mal, dass wir jetzt hier reinbohren mussten. Und dann geht es wieder an den Zusammenbau. Jetzt legen wir jeweils eine Unterlegscheibe auf das Loch, das ursprüngliche Loch. Und nehmen diese Pilzkopfschrauben und schrauben die beiden Halter bzw. Verlängerungen an. Damit sind die Halter bzw. Verschiebeadapter für den Luftfilterkasten montiert. Den Schlauch von der Scheibenwischanlage für die Fenster
habe ich hier durchgeführt. Da ist so ein Blindstopfen, da habe ich ein Loch reingemacht. Dann gibt es hier so ein Verlängerungsstück und da machen wir jetzt schon mal den Schlauch dran, weil wenn der Luftfilterkasten montiert ist, kommen wir da ja nicht mehr dran. Dann müssen wir in den unteren Luftfilterkasten zwischen diese ersten beiden Streben in Höhe von 55 mm von dieser unteren Kante hier, also von der Kante bis zum Loch sind 55 mm, müssen wir ein 5 mm Loch bohren. Da wird nämlich nachher dieses Schnorchelstück dran verschraubt, was hier extra so eine Verdickung hat, wo das dann festgeschraubt wird. Dann wird der Luftfilterkastenhalter auf den Verlängerungsschienen platziert und festgeschraubt. Und wichtig ist, dieser Schlauch hier, müsst ihr ein bisschen umlegen, der war vorher an der Führung vom Ansaugstutzen befestigt. Der wird mit einem Kabelbinder hier an dieser Lasche festgezurrt. Alles wieder zusammengebaut. Man sieht jetzt hier, der Luftfilterkasten ist ganz an die Batterie rangerückt. Und dadurch gewinnen wir vorne die entscheidenden Zentimeter, damit wir gleich den Schnorchel fertig montieren können. Dann müssen wir diesen Halter hier an diese Aufnahme schrauben. Da war ursprünglich der Wischwassertank befestigt und dieses kleine Bracket wird in Zukunft den Schlauch halten, der hier durch den Innenkotflügel läuft. Als nächstes brauchen wir dieses Stück von dem Original-Ansaugtrakt. Hier vorne ist so eine Luftverwirbelungsturbinengelöt drin. Hier markieren wir genau 20 mm von der Kante und sägen das dann gerade ab. Das ist das Stück, was wir jetzt abgeschnitten haben. Jetzt gilt es noch, diese Nasen und diesen überstehenden Kragen mit einem Cuttermesser oder einem anderen geeigneten Werkzeug zu entfernen. Mit Cutter und Bandschleifer habe ich jetzt hier eine wunderschöne, saubere Turbine gebaut. Und die soll jetzt hier rein. So, dieses Ding soll exakt 23 mm in das Rohr reingeschoben werden. Und dann soll man hier am Rand ein bisschen aufdrücken und da Sekundenkleber reintun. Und dann nehmen wir diesen Verbinder, markieren uns die Mitte und verbinden damit diese beiden Rohre und sichern das mit zwei Schlauchschellen. Das fertige Ergebnis sieht dann so aus. Die Seite hier kommt nachher an den Schnorchel, die führt in den Motorraum. Ich habe das hier noch nicht zugemacht, weil ich noch nicht weiß, ob ich das gleich zur Montage nochmal zerlegen muss. Ich habe mir, um es ein bisschen einfacher zu machen, hier Silikonspray reingemacht, damit es einfach besser rutscht. Jetzt haben wir den Schlauch an den Stutzen vom Schnorchel montiert, mit einer Schlauchschelle gesichert. Hier sehen wir dieses gelb verzinkte Verbindungsstück, auch mit Schlauchschrauben gesichert. Den ganzen Schlauch fixiert an dem Halter, den wir vorher schon montiert haben. Und hier in den Motorraum durchgeführt. Wie ihr seht, habe ich das jetzt auch alles hier mit Seilfett gegen Rost geschützt. Den Anschluss von der Scheinwerferreinigungsanlage. Da habe ich hier diese Quetschschelle geöffnet, die hintere. Und dann habe ich dann den 90 Grad Winkel gedreht. Eigentlich zeigt der hier Richtung Rathaus Beifahrerseite, habe ich den nach oben gedreht und habe den dann
am Scheinwerfer vorbei nach oben gebastelt. Und dann kommt der hier raus und wir können ihn hier an die Pumpe anschließen. So sieht jetzt der Eingang in den Motorraum aus. Da sieht man dieses Turbinenrad, was wir da reingeklebt haben. Und hier kommt dann der Ansatz für den Luftfilterkasten noch dran. Umbau des Wischwassertanks. Wie man hier schon sieht, der neue Tank ist deutlich kleiner. Wir haben hier die beiden Pumpen, die beiden Dichtringe. Die schwarze Pumpe saß hier vorne drin. Die weiße Pumpe, das ist die für die Frontscheibe, saß hier drin. Die weiße Pumpe kommt hier rein. Für die schwarze Pumpe, für die Scheinwerferreinigungsanlage, müssen wir hier noch ein 16 mm großes Loch bohren. Und dann habe ich hier den Wischwasserbehälterträger zusammengesteckt. Den schrauben wir gleich hier mit diesen Teilen zusammen und dann zeige ich euch nochmal, wie das fertig aussehen soll. Das ist der fertige Wischwasserbehälter. Ich muss mir dann noch irgendwas überlegen, wie man die schwarze Pumpe ein bisschen abstützt. Vielleicht ganz simpel, indem man hier, wenn der Stecker drauf ist, einen Kabelbinder drum macht. Ich weiß es noch nicht. So, falls es noch jemand nicht wusste, es ist übrigens ein spezielles Aufbaustudium über 8 Semester am Ende eines Ingenieurstudiums. In große Autos alles so zu verbauen, dass man keinen Platz hat. Also dieser Relaishalter saß ursprünglich hier. Den gibt es scheinbar bei der eigentlichen Montage des Schnorchels nicht in ausländischen Versionen. Ich weiß nicht genau, was das für Relais sind. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier den Wasserbehälter hingesetzt. Hier ist jetzt der Schnorchel. Der geht hier in den Luftfilterkasten. Das ursprünglich hier angedachte Loch für die Befestigung von dem Schnorchelstück mit dem Luftfilterkasten habe ich zum Glück noch nicht gesetzt, denn das werde ich auch nicht machen. Das ist unmöglich, meiner Ansicht nach, danach alles zusammenzubauen. Hier schneide ich diesen Halter ab, werde hier zwei neue Bohrlöcher setzen, werde da Einpressnieten, also Nietenmuttern reinsetzen, um das wieder zu verschrauben. Und dann zeige ich euch gleich nochmal, wenn alles wieder zusammen ist. Ich empfehle dringend, zur Montage des Wasserkastens den unteren Luftfilterkasten auszubauen. Das ist alles so eng hier. Also, wir sehen jetzt hier, wir haben den Wischwasserbehälter, der ist jetzt hier noch mit diesem Halter an diesem Träger hier für die, das sind irgendwelche Unterdruckschalter. Ob das jetzt so schlau ist, da zwei Pumpen direkt über den Schaltern laufen zu lassen, weiß ich nicht. Aber es ist so. Das hier ist der Kabelbaum für die Wischwasser. Der ist jetzt natürlich massiv zu lang, den habe ich gekürzt und ich habe den jetzt hier unten reingestopft. Das hier ist der Schlauch, der kommt hoch von der Scheinwerferreinigungsanlage. Den hatte ich ja nach oben geführt. Dann habe ich den hier gekürzt. Das ist das Stück, das war hier ursprünglich noch dran, das habe ich abgeschnitten. Und den dann in die Pumpe geführt. Wie gesagt, das sind die Schläuche von der... Das hier ist der Schlauch von... Der geht jetzt zur Scheibenwischwasseranlage. Der geht wieder zur Scheinwerferreinigungsanlage. Jetzt haben wir hier noch den Kabelbaum zum Luftmassenmesser. Der kommt dann nachher oben auf den Luftfilterkasten drauf. Jetzt werde ich hier noch diese beiden Relais, wo habe ich sie? Hier. Die werde ich jetzt hier noch hin montieren. Dann den Luftfilterkasten montieren und dann sind wir fertig. So, alles drin. Ich hatte noch ein kurzes Problem mit einer Undichtigkeit, aber da war nur das Gummi an der Pumpe nicht richtig drin. Ich hoffe, jetzt ist es dicht. Jetzt setzen wir noch den Luftkanal ein und dann den Luftfilterkasten wieder.
alles fertig zusammengebaut. Schnorchel dran. Mehr Aufwand als gedacht.